Willkommen Leute zur Prognose Deutschland gegen Portugal. Das zweite Gruppenspiel in der Gruppe F für die Deutschen. Und ja, am Dienstag war es eigentlich ein echt gutes Spiel gegen Frankreich. Man hat halt ziemlich unglücklich mit 1:0 verloren. Also ein Unentschieden wäre mindestens drin gewesen, wenn nicht sogar ein Sieg. Und ja, aber wenn man so weiterspielt heute wie am Dienstag, dann sollte das auf jeden Fall was werden. Ja, mal schauen, wie das hier heute ausgeht. Auf ins Spiel. So, jetzt vielleicht die erste Chance für Deutschland über links mit Sané, aber das war dann abseits. Da dachte ich eigentlich, der wäre noch gut gewesen, aber ja, also das war für mich eher gleiche Höhe, muss man sagen, als abseits, aber naja, gut, dann soll es halt so sein. So, jetzt vielleicht die nächste Chance für Deutschland mit Gnabry. Oh, der will dann halt die Mitte flanken auf Havertz, aber die Flanke wird dann leider geblockt. Gibt es aber Einwurf aus gefährlicher Position. Havertz legt nochmal ab auf Goretzka und der ist drin. 1-0 Deutschland. Nee, Kroos war es nicht, Goretzka. Kroos mit dem 1:0 für Deutschland. Ja, super rausgespielt, muss man auch sagen. Dann der super Pass von Havertz, hier der Einwurf. Und dann ja, Havertz bedient super Kroos. Ja, und Kroos dann wirklich punktgenau zwischen Torwart und Pfosten zum 1:0 ins Tor. So, jetzt die nächste Chance vielleicht. Gosens legt nochmal ab auf Sané und der kommt an. Und das ist das 2:0 für Deutschland. Leroy Sané mit dem 2:0 in der 37. Minute. Da dachte ich erst, der Pass wäre ein bisschen zu kurz, aber er kommt noch an und Sané macht ihn dann rein. Hier super rausgelegt auf Gosens. Da sieht er den freien Sané und der, also wirklich, der darf kein bisschen länger sein, der Ball, sonst hat den der Keeper. Aber so hat Sané ihn und der tunnelt dann auch noch den Keeper und macht das 2:0 für Deutschland. Ja, also bis jetzt ein richtig gutes Spiel von der deutschen Mannschaft. Portugal kommt bis jetzt wirklich zu gar nichts. Und ja, so kann das jetzt gern weitergehen, also dann auch noch in der zweiten Halbzeit. So, jetzt Havertz. Havertz sieht da oben wieder Sané, aber der Pass war ja nicht wirklich gut. Also der muss mit ein bisschen mehr Power kommen. Der hätte Sané nicht mal erreicht, wenn der Keeper nicht da gestanden wäre. Der wäre unterwegs noch verhungert, so langsam kam der. Jetzt leider ein Foul, aber gut, ist jetzt auch gleich Halbzeit. Hier sollte sich jetzt in der ersten Halbzeit nicht mehr viel tun. Und dann war super den Ball geholt. Jetzt vielleicht noch der schnelle Konter kurz vor der Pause. Schön raus auf Sané. Jetzt Keeper. Schiri, lass es noch weiterspielen. Nee, zieht in die Mitte. Passt nochmal rüber auf Gnabry. Aber dann ist da der Verteidiger, der blockt. Boah, das wäre kurz vor der Pause nochmal das 3:0 geworden. Also das wäre vielleicht dann auch ein bisschen zu hoch geworden. Aber ja, gut, man muss sagen, also bis jetzt eigentlich nur Deutschland, die spielen im ersten Durchgang. Also von Portugal wirklich noch nicht viel. Ja, mal schauen, wie das jetzt hier im zweiten Durchgang weitergeht. So, ist die nächste Chance für Deutschland mit Gosens. Der findet in der Mitte Sané und dann ist da der Keeper. Oh Mann, also so, jetzt so langsam wäre vielleicht das dritte Tor doch nicht unverdient gewesen. Okay, was war das denn bitte schön für eine Reaktion von Rui? Wenn er den Ball trifft, bleibt er noch stehen und als der Ball dann weg ist, dann bewegt er sich erst. Okay, sah ein bisschen komisch aus. Jetzt die Ecke von Sané. Oh, da kommt da leider der Spieler in der Mitte nicht zum Kopfball. Jetzt Sané bleibt aber am Ball auf Gosens. Der rüber zu Gnabry, aber der kommt nicht an der Ball. Ah, Mann. Wo ist die nächste Chance? Gnabry. Der sieht da den freien Sané und der macht nicht das 3:0. Mann, der köpft über das Tor. Also jetzt hätte echt das 3:0 irgendwann mal fallen müssen. Ja, da muss er vielleicht auch irgendwie das lange Eck anvisieren, damit der Ball noch ein bisschen Zeit hat, runter zu segeln. Aber ja, also jetzt so langsam müssen die Deutschen wirklich das 3:0 machen, weil nicht, dass hier die Portugiesen noch glücklich irgendwie hier zu Toren kommen, dann ja, kann das hier ganz schnell gehen. Und ja, deswegen wäre jetzt hier ein 3:0 wichtig. So, jetzt kommt Portugal hier mit Ronaldo, aber Neuer mit der Parade und dann fast der Abpraller, aber der wird gut geblockt dann. Und jetzt der direkte Konter mit Sané. Sané hat da ein bisschen Platz.
Da musst du warten, bis irgendwann der Mitte frei ist. Jetzt Havertz, der probiert's. Ja, da hätte ich noch ein bisschen gehen müssen. Ja, da hätte ich noch ein bisschen gehen müssen. Der hätte noch ein bisschen Platz in der Mitte gehabt. Ja, und hätte ich vielleicht auch aufs lange Eck zielen sollen und nicht aufs kurze. Jetzt gibt's aber Ecke. Sané auf Goretzka, der kommt wieder nicht an. Gut, die haben da hinten auch ein paar ziemlich gute Kopfballspieler, die Portugiesen. Da kann das schon sein, dass man da nicht gut durchkommt mit hohen Bällen. So, jetzt setzen wir die hier unter Druck, aber ja, können sich dann doch irgendwie befreien. Jetzt kurz vor Schluss nochmal Deutschland. Langer Ball auf Kai Havertz und der kommt dann da im, ja, im Duell mit dem Verteidiger nicht an den Ball und jetzt ist auch schon aus. Ja, damit gewinnt Deutschland verdient mit 2 zu 0 gegen Portugal. Ja, also mein Tipp für heute ist tatsächlich ein 2-1 für Deutschland, aber ein 2-0 würde ich auch auf jeden Fall nehmen. Ja, das war wirklich ein richtig starkes Spiel. Also genau, eigentlich genau wie gegen Frankreich, nur dass man sich dieses Mal belohnt hat. Und ja, also wenn das heute so ausgeht, würde sich, glaube ich, keiner beschweren. Und ja, das war es auch hier von diesem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao!